Die Menschen tun sich oft schwer, die Dinge anzunehmen, wie sie sind oder wie sie auf sie zukommen oder das Leben einfach so zu leben oder zu erleben, wie es sich ihnen lebt. Und das liegt auch möglicherweise daran, dass man uns beigebracht hat oder dass man uns in irgendeiner Art und Weise vermittelt hat, man könne das Leben sich so gestalten, wie man es gerne hätte. Man muss einfach nur dieses und jenes tun, dann hat man so und so viel Geld und dann kann man sich einen Rahmen dafür kaufen, um so zu leben wie Robbie Williams, wie der Onassis oder wie John F. Kennedy oder irgendein Superstar und so weiter. Dem ist nicht so. Selbstverständlich kann ich mir über einen gewissen Beruf so viel Geld generieren, dass ich mir zumindest kurz-, mittel- oder langfristig kontemporär vorübergehend eine große Villa kaufen kann, einen dicken Bentley oder einen Porsche, um dann etwas zu erleben, was ich vermeintlich glaube, erleben zu müssen. Ich werde nur feststellen, dass ich, wenn ich wie der Thomas Gottschalk einen Oldtimer haben will und ich diesen Oldtimer dann habe und drin sitze, trotzdem nicht Thomas Gottschalk bin. Das heißt, es geht darum, wer bin ich? Wer bist du? Wenn du herausgefunden hast, wer du bist und warum du bist und zu welchem Zwecke du hier bist auf diesem Planeten, dann werden die Dinge relativ einfach und dann könnte es sein, dass du auf einmal gar nichts mehr brauchst und alles, was du dazu benötigst, um der zu sein, der du bist, von ganz alleine auf dich zukommt. Und dazu lade ich dich ein, dabei zu sein, dich mit deinen Ahnen zu beschäftigen, mit ihnen zu korrespondieren, mit ihnen zu kommunizieren, sie einzuladen und du wirst sehen, die Dinge werden auf einmal viel, viel, viel leichter. Von der Ahnungslosigkeit zur Ahnenwertschätzung. Namaste.